das, wie man ja weiß, aus riesigen Sandwäldern und Blumen besteht. Es heißt, vor langer, langer Zeit habe es in der arabischen Wüste eine prächtige Stadt gegeben. Weit drin, in der Rub al-Khali, dem leeren Viertel. Das, wie man ja weiß, aus riesigen Sandebenen und Dünen besteht. Einzig Kamelkarawanen ziehen bisweilen durch diese Gegend. Sie bringen Weihrauch und Myrrhe aus dem Oman und dem Jemen. Irgendwo dort, in dieser Wüste, lag Uba. Über diese Stadt wird eine wundersame Geschichte erzählt. Die Mauern von Uba, hieß es, seien mit Gold und Silber beschichtet gewesen, mit Rubinen bestückt. Ihre Gärten waren als Jannat Ad bekannt, als das Paradies von Ad. In ihm lustwandelten schöne Damen, ihre Körper so rein wie Kristall. Der König von Ad besaß alles, was man sich nur wünschen kann. Vielleicht beschloss er deshalb, eines Tages in den Himmel zu fliegen, höchst selbst, um, viele werden mir das jetzt nicht glauben, um Allah zu töten. Er ließ die stärksten Adler seines Landes in seinen Palast holen und suchte dann den stärksten aus. Der sollte ihn in den Himmel tragen. Der Flug war sehr lang. Erst nach 2 Monaten erreichte der König die Tore des Himmels. Dort hielten einige Engel ihn auf. Sie fragten, was er denn im Himmel wolle. Ich bin gekommen, um Allah zu töten. Der ist doch drunten auf der Erde. Geh, schau dort nach ihm. Voller Ärger lehnte sich König Ad nach vorn, doch viel zu plötzlich, sodass der Adler in einem Sturzflug abwärts schoss und der König von seinem Rücken fiel. Er fiel, allerdings fiel er so langsam, dass er 20 Jahre brauchte, um wieder auf die Erde zu gelangen. Während er aber fiel, löste sich sein Körper auf. Und als er auf der Erde aufschlug, da war nichts mehr von ihm übrig, außer seinem Schädel. Und Allah befahl den Winden, ihn mit Sand zu bedecken und auch die ganze Stadt Uba zu überwehen. Jahre vergingen, viele Jahre, bis eines Tages ein Schakal auf Ads Schädel stieß. Welch guter Platz, sich vor der Sonne zu schützen. Also kroch der Schakal in das rechte Auge des Schädels und legte sich in das kühle Innere. Kurz darauf kam eine Gazelle, um ebenfalls Schatten zu finden, betrat das linke Auge des Schädels. Der Schädel des König Ad war glücklicherweise so groß, dass sie einander nicht bemerkten. Es war nicht einmal eine Stunde vergangen, da ritt ein Beduine vorbei. Er betrachtete den Schädel und klopfte mit seinem Kamelstock drauf, ob er aus Stein oder Gebein sei, immer wieder, bis aus dem Schädel eine tiefe Stimme drang. Zweifle nicht, lache nicht. Der Beduine erschrak und floh. Er eilte zu Salomon, dem Sohn des David, und erzählte ihm, was er entdeckt hatte. Ich ritt durch die Wüste und stieß auf etwas, einen riesigen Schädel, der ragte aus dem Sand hervor. Als ich näher trat, da lief ein Schakal aus dem einen und eine Gazelle sprang aus dem anderen Auge. Ich schlug auf den Schädel, eine Stimme sagte: Zweifle nicht, lache nicht. Nun, so führe mich zu diesem seltsamen Ding, damit ich es sehen kann, sagte König Salomon. Vermagst du dieses? Sicher vermag ich das. Bin ich doch ein Beduine, ein Kind der Wüste. Gut, sagte König Salomon. Wenn alles, was du erzählst, wahr ist, werde ich dich mit so viel Gold belohnen, wie du wiegst. Sollte sich deine Geschichte jedoch als Lüge entpuppen,
werde ich dich für diese Lüge ins Gefängnis werfen lassen. Der Beduine war einverstanden und so zogen sie los. Nach einer beschwerlichen Reise erreichten sie den gigantischen Schädel. Der lag noch immer da, halb im Sand begraben. Doch als König Salomon mit seinem Stock darauf klopfte, hörte er keinen Laut. Er klopfte ein weiteres Mal. Stille. Auch der Beduine schlug auf den Schädel. Nicht ein Laut. Da ließ König Salomon den Mann fesseln. Kaum aber war der Beduine verhaftet, erscholl eine Stimme aus dem Schädel. Habe ich es dir nicht gesagt? Zweifle nicht und lach mich nicht aus. Da tat es König Salomon leid, dass er den Beduinen hatte festnehmen lassen. Und König Salomon rief alle Vögel in der Luft und fragte sie, ob sie etwas über einen König namens Ad ibn Ginat wüssten. Die Vögel aber hatten noch nie von diesem König gehört. Zu guter Letzt jedoch, da kam ein ganz alter Adler geflogen. Er war so alt, dass bereits all seine Federn von seinem Körper abgefallen waren. König Salomon fragte auch ihn, ob er jemals von einem König namens Ad ibn Ginat und einer Stadt aus Silber und Gold namens Uba gehört hatte. Wenn du mir etwas über diesen König und seine Stadt sagen kannst, werde ich mit der Hand über deinen alten Körper streichen und dir neue Federn wachsen lassen. Du wirst dann wieder wie ein junger Adler sein. Der Adler verbeugte sich. Ja, ich weiß von Ad ibn Ginat. Und ich kann dich auch zu der Stelle führen, wo unter dem Sand die Stadt Uba begraben liegt. Also strich König Salomon mit der Hand über dessen federlosen Körper, dem daraufhin neues Gefieder wuchs. Er war nun wieder ein junger Adler. Daraufhin führte er König Salomon und dessen Geleit bis zu einer Stelle in der endlosen Sandwüste und ließ sich dort nieder. Hier ist es, hier ist der Ort. Unter all diesem Sand liegt die verlorene Stadt Uba begraben. Da rief der König Shimal den Nordwestwind. Und dieser kam als mächtiger Sandsturm. Dann rief er Chaos, den Südostwind. Und auch der wirbelte den Sand auf. Dann rief er Gabi, den Westwind, und Sharki, den Ostwind. All diese Winde wehten und wehten und wehten. Und die verlorene Stadt Uba begann ganz allmählich wieder aus den Sanden zu erstehen. Und König Salomon stand vor einem riesigen Palast aus Gold und Silber und Rubinen. Er sah die schönen Gärten und auch den Feuerofen. Doch als er all diese Wunder gewahrte, da fürchtete er, seine Leute würden von diesem Reichtum verführt und hochmütig werden. Und ihn befiel die Angst, sie alle könnten wie Ad ibn Ginat enden. In Windeseile befahl er darum den Winden, wieder zu wehen. Und der Shimal, der Chaos, der Garbi und der Sharki bliesen so lange, bis die Stadt aufs Neue überweht war. Und schon bald vermochte keiner mehr zu sagen, wo sie gewesen. Bis zum heutigen Tag liegt die verlorene Stadt Uba verborgen im Sand der Wüste, irgendwo in der Rub al-Khali, dem leeren Viertel Arabiens.